kreatives Willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Video heute. Und dieses Video, das ist ganz wichtig, das ist nämlich eine Zusammenarbeit mit Edding. Und zwar hat Edding nämlich eine neue Farbkollektion herausgebracht bei den 1200 Fasermalern. Die gibt es ja jetzt schon seit knapp 50 Jahren, habe ich mich jedenfalls belesen. Und die Fasermaler gibt es jetzt auch in ganz, ganz tollen Pastelltönen. So sehen die hier aus. Und die probieren wir nämlich heute aus und machen ein sehr, sehr cooles DIY. Das geht eher in so Richtung Back to School, also wer sein Homeoffice, seine Studienunterlagen, seine Schulunterlagen einfach ein bisschen sortieren möchte, der ist hier an der Stelle auf jeden Fall genau richtig. Wir gestalten nämlich Ordnerrücken. Für unser Projekt brauchen wir Ringordner, weißes Papier, gegebenenfalls ein Lineal, Bleistift, Radiergummi, Schere oder auch ein Hebelschneider. Dann die Edding Pastel 1200, den Edding Schwarz 1200 und den Edding 1340 auch in Schwarz. Das ist der Brush Pen, wenn ihr wollt. Zuallererst brauchen wir die Maße unseres Ordnerrückens. Dafür kannst du einfach ein Lineal an einen gestalteten Ordner legen und die Maße auf dein weißes Papier übertragen. Ich habe tatsächlich hier schon vorgefertigte Ordnerrücken, das heißt, ich ziehe mir einfach den Papierstreifen aus der Halterung raus und übertrage ihn einfach auf das weiße Papier mit einem Bleistift. Solltest du mehrere Ordnerrücken gleichzeitig gestalten wollen, lasse ca. 2 bis 3 cm Abstand auf deinem Papier zwischen den Rechtecken. Mit einem Bleistift zeichnest du dann deine Schrift und deine Illustrationen auf. Ich habe mich für einfache Doodles entschieden, die zum jeweiligen Thema des Ordners passen sollen. Solltest du Schrift verwenden, dann zeichne zuerst deine Wörter auf, damit du den restlichen Platz für deine Doodles gut einplanen kannst. Ich zeichne meine Doodles über den Rand hinaus, das heißt, wenn sie später abgeschnitten werden, dann ergibt es einfach einen Endlos-Look. Ich radiere mit einem weichen Radiergummi meine Bleistiftstriche leicht weg, falls sie mir noch zu stark erscheinen. Das heißt dann, wenn ich mit den Pastellfarben rübergegangen bin, schimmern sie dann auch nicht mehr durch. Mit den Edding Pastellfasermalern sind mir beim Ausmalen keine Grenzen gesetzt und ich kann meine Farbwahl der Doodles an die meines Ordners anpassen, wenn ich möchte. Die Doodles sollen gar nicht detailreich gestaltet werden, sondern ganz einfach gehalten werden. Auch naturgetreu ist hier gar nicht an oberster Stelle, sondern wir können natürlich auch Farben und Formen wählen, die wir uns selbst ausdenken. Mit dem Edding 1200 in Schwarz ziehe ich nur die Outline der Doodles ein bisschen nach, um einfach meiner Gestaltung noch mehr Power zu geben. Beim Ausschneiden der Ordnerrücken empfehle ich einen Hebelschneider, da sich so ganz toll klare Linien schneiden lassen. Ja, und damit sind unsere Ordnerrücken auch schon fertig. Die ausgeschnittenen Papierstreifen kann ich jetzt in meine Befestigung der Ordnerrücken einfach reinschieben. Sollte das bei dir nicht der Fall sein, kannst du wie gesagt ganz einfach mit dem Lineal deine Ordnerrückenmaße nehmen, auf dein Papier übertragen und mit einem Klebestift die Papierstreifen über deine alten Papierstreifen drüber kleben. Unsere Pastellordnerrücken sind tatsächlich fertig und ich finde, sie bringen nicht nur Ordnung in unser Zuhause, sondern machen auch einen total schnieken Eindruck tatsächlich, wenn sie so dastehen. Ich finde auch, dass sie so wie die Faust aufs Auge passen mit den coolen neuen trendigen Farben, die man so an Ordnern kaufen kann, tatsächlich jetzt wieder zum Schulanfang. Das heißt, wie gesagt, die Pastellstifte von Edding, die gibt es ab jetzt im Handel zu kaufen. Der Link, der ist tatsächlich dazu in der Videobeschreibung mit drin. Und das sind sehr, sehr coole Farben mit dabei. Die 1200, wie gesagt, das sind die bekannten Marker, nur in Pastellfarben. Und wenn ihr mit den Pastellstiften die Ordnerrücken nachmacht, beziehungsweise auch eigene Projekte kreiert, dann teilt es gerne auf Social Media unter dem Hashtag Edding Pastel Power. Genau, darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ich sage dann erstmal Tschüss, verabschiede mich und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!